der Ruf, der Michael Buffer berühmt gemacht hat. Fighting in the red corner, wearing black, trimmed with the colors of South Africa and weighing 103 kilos. He comes to the ring with a perfect record of 35 victories without a loss. His punching power has earned him 21 knockouts, including 8 KOs in the very first round. Ladies and gentlemen, from Peoria, in the new South Africa, presenting the undefeated IBF number one ranked heavyweight in the world, the White Buffalo, Francois Botha. Undefeated, also ungeschlagen. Ein amerikanischer Journalist hat geschrieben, untested, also ungeprüft. Das ist er nach dem heutigen Abend nicht mehr. In der weißen Hose mit goldenem Bund, mit 101,5 Kilo, wearing white trim with gold and weighing 101,5 kilos, his professional record 21 victories, 2 defeats with 1 draw and 10 KOs. Tonight, he plans to follow two of his countrymen to glory. One, here in his corner, light heavyweight world champion Henry Muska. The other, at home tonight, watching with the rest of his nation, former world heavyweight champion, die Legende Max Schmeling. Meine Damen und Herren, hier ist der ungekrönte Weltmeister aus Bad Soro, Deutschland, Axel Schuh! Und eine glücklich lächelnde Freundin. Den Trainer Manfred Wolke kennen Sie bereits. Jetzt werden die Boxer zur Mitte gebeten. I expect a clean break at all times. When I tell you to break, I want you to step back. No hitting on the break, no punching after the bell. Let's have a nice clean fight. Good luck to both of you. Touch love. Shake hand, Blick in Blick hat man sich angehört, was der Ringrichter zu sagen hatte, ohne es zu hören. Und schon geht es los. Axel Schulz möchte ein IBF-Schwergewichtsweltmeister werden, möchte dann nach Amerika gehen, sich dort bewähren und vielleicht, wenn man weiter fantasieren kann, Tyson vor die Fäuste bekommen, über dessen Form man zurzeit nichts Gültiges aussagen kann. Oder gar Riddick Bowe, die erste Runde. Und Botha kommt, wie man es von ihm erwartet hat, er sucht sofort die Körpernähe. Schulz Kammert sollte sich lösen. Botha hat sehr, sehr kurze Arme. Axel Schulz ist in der Reichweite bevorzugt. Er sollte sofort die linke Führungshand hinausschießen und auf Distanz bleiben. Den Unterschied in den Hosen haben sie eingeblendet gehabt, aber mittlerweile hat man ihnen heute Abend Schulz als Mensch und Sportler in Interview und Film so nahe gebracht, dass sie ihn schon kennen wie ihren großen Bruder oder kleinen, je nachdem. Der in Amerika als weiße Hoffnung aufgebaute Südafrikaner schlägt kurze Haken, eine 90-prozentige Aussage für einen späteren Sieger. Schulz hat der Ted getroffen. Ja, das war wohl zu erwarten. Man hat Axel Schulz seine schwächeren Kämpfe, etwa gegen Bernd Friedrich, den er zwar gewonnen hat, aber wo er nicht gut war, oder gegen Akin Wande, vergessen und verziehen. Die Leistung gegen Foreman bestimmt sein Image. Botha hat die Fäuste relativ tief und wenn er diese Links-Rechts-Kombination schlägt, lässt er die rechte fallen. Ist also offen, aber noch sehen wir von Schulz nichts, was Henry Maske immer klare Aktionen nennt. Er ist zu passiv, er ist zu nervös, er ist noch verkrampft. Die letzte Minute der ersten Runde. Axel Schulz
lässt den Gegner sich austoben. Möglicherweise das Konzept, aber zu passiv sollte er nicht sein. Aber jetzt hat er getroffen. Links, rechts. Jawohl, der Botha muss einsehen, dass er die Deckung so nicht vernachlässigen darf. Sonst wird das bitter für ihn. Denn Schulz hat eine gute Schule. Schulz kann aus der Distanz schlagen. Schulz ist nicht so schwerfällig, wie es sein Gewicht von 101 Kilo vermuten ließe. Übrigens 103 Kilo sein Gegner. Axel Schulz muss seinen Reichweitenvorteil, wie eben angedeutet, ausnützen. Jetzt hat er die Distanz richtig gefunden. Der Gegner hat telegrafiert. Schulz ist weggetanzt. Und 1-2. Jawohl. Jetzt eine Gegenaktion von Botha. Und die erste Runde ist zu Ende. Was hat Trainer Wolke von seinem Schützling gefordert? Distanz. Die linke gerade und Distanz. Und wenn wir immer wieder beobachten, wie sehr die Boxer von Wolke den Anweisungen ihres Trainers glauben, sehen wir sofort, dass Axel Schulz das umsetzt. Der zu Manfred Wolke ein etwas anderes Verhältnis hat als Henry Maske. Henry Maske spricht von einer Partnerschaft, während Axel Schulz doch so etwas wie eine Vaterfigur anerkennt in seinem Trainer. Er geht weg. Das waren brotlose Künste des Südafrikaners, des Weißen Büffels, der als Amateur angeblich einen anderen Nickname hatte, der Bomb. 1-2. Schnell und genau, Axel Schulz, der meiner Meinung nach, übrigens, das möchte ich nachtragen, die erste Runde gewonnen hat. Helden werden nicht geboren, sondern werden gemacht. Das ist ein Satz, den Wolke mehrfach geäußert hat. Und damit deutet er wohl auch die Wichtigkeit seiner Person, des Trainers, sehr bewusst an. Das ist jetzt wieder nicht sehr überzeugend, was Axel Schulz macht. Allerdings kommt Botha nicht dazu, eine Hakenserie zu platzieren. Er versucht der rechten Geraden, aber sie ging ins Leere. Er wirkt schwerfälliger, der Mann aus Kapstadt, der einmal Meister von Transvaal war und nicht Südafrika-Meister ist. Übrigens, Axel Schulz ist auch nicht deutscher Meister. Der deutsche Meister heißt Mario Schießer. Schulz boxt den höheren Regionen. Botha. François Botha, oder anders ausgehen lassen, erinnern Sie sich an den Knockout von Foreman. Nicht den Infight suchen, Axel Schulz. Treffen und sofort wieder aus der Distanz. Rein, raus, heißt das im Jargon der Boxtrainer. Rein und raus. Und die Runde ist zu Ende. Und Ringfight zur ersten Runde, Round 8. Ich bin mit meinem letzten Satz nicht ganz fertig geworden, ich wollte sagen. Und diese Runde könnte für Botha gewertet worden sein. Ungeachtet gute Szenen von Axel Schulz. Botha ist ein Boxer, der sich zur Aggression bekennt. Er sagt, Axel will meinen Kindern Essen wegnehmen. Er will mir meine Zukunft verbauen. So macht er sich heiß. Das sind Gedanken, die dem Axel Schulz völlig fremd sind. Er baut sich kein Feindbild auf. Er will nur gewinnen und Geld machen. Und da ist er sogar wählerisch. Ein Werbeangebot einer Shampoo-Firma hat abgelehnt. Der Mundschutz fliegt in hohem Bogen aus dem Ring, weil da hätte er sich die Haare ein bisschen
länger wachsen lassen müssen. Ja, mit dieser Frisur ist natürlich wirklich viel Shampoo. Keine Werbung zu machen, weiß ich aus eigener Erfahrung. So. Und wieder ist Axel der Chef. Wahrscheinlich war das seinem Trainer in der letzten Runde zu passiv. Und jetzt macht er sich auf, diesen Kampf zu gewinnen, IBF-Champ zu werden. Die Halle trampelt, die Halle tobt. Nicht sehr flüssig seine Aktionen, seltsamerweise. Ist er doch ein bisschen von manchen Treffern beeindruckt, aber dieser Botha wankt doch schon ein wenig, aber nicht, weil er so viel Treffer hinnehmen hat müssen, sondern weil er müde ist, glaube ich. Das ist alles so, sieht sehr verzweifelt aus, was der Südafrikaner macht. Ja. Ja, wenn einer so offen dasteht, dann muss man ihn treffen. Da muss sein Mann, der Klasse haben will oder hat, wie Axel Schulz, da muss er durchkommen, wieder mit der Rechten. Natürlich sieht man auch, das darf nicht verschwiegen werden, dass Axel Schulz kein großer Puncher ist. Er hat das, wie die Boxer gerne sagen, das Punkt, das hat er nicht. Aber dafür hat er für diese Gewichtsklasse, für seine 101 Kilo, so viel hat er noch nie gewogen, technisch doch einiges drauf. Offen wie ein Scheunentor ist der Botha. Man hat immer ein schlechtes Gewissen, wenn man als Mensch, der neben dem Ring sitzt, Tipps gibt. Denn ich kann immer wieder sagen, aber jetzt Serien und eine ziemlich verzweifelte Retourattacke von Botha. Die Runde war bei Axel Schulz. Und Axel Schulz kommt entschlossen aus der Ecke. Wolke, der dem Punktestand nicht traut, fordert von Schulz den vorzeitigen Sieg. Er sagt, du musst ihn weghauen. Und es sieht im Moment sehr danach aus. Aber habe ich mich da verhört? Hat Wolke wirklich gesagt, wir sind nach Punkten zurück? Unglaublich. Einer der Journalisten, der Botha im Vorfeld negativ kommentiert hat, hat gemeint, er hätte kein Herz. Das ist zum Beispiel auch falsch. Nach Kampfende gibt es das, kennen Sie von den beiden letzten Kämpfen schon, noch einmal eine Zusammenfassung der wichtigsten Szene. Jetzt ist auch Axel Schulz ein bisschen müder. Er macht sich schon wieder den Mundschutz selbstständig, aber noch hat er ihn hineingebracht. Nein. Auch auf die Gefahr, mich jetzt etwas unbeliebt zu machen. Gegen diesen offenen, langsamen Mann müssten die Kombinationen jetzt flüssiger kommen. Müsste Axel Schulz ein besseres Auge haben. Wo ist die abfangende Rechte im Moment? So gut begonnen die Runde, Axel Schulz, und jetzt eine schreckliche Innenhand, das war so eine richtige Fliegenbracker.
Auch Manager Sauerland ist in der Ecke schon besorgt und fordert Schulz auf, anzugreifen. Und in dem Moment, wo er agiert, ist François Botha passiv und hilflos. Man darf diesem Mann überhaupt keine Initiative überlassen. Wuchtig sein, sagt die Ecke. Wuchtig sein. Ja. Wie setzt man das um? Die 10. Runde. Das sind zwar keine Treffer, aber es ist Aktivität von Botha. Es wirkt zu erschöpft, es wirkt zu müde, aber er agiert. Wo kommt die Explosion? Besser wann? Von Axel Schulz, ja. Immer wieder so schöne Einzeltreffer. Rechts unten der besorgte und quasi mitboxende Ex-Olympiasieger Manfred Wolke. Ja, er hat ihn weggeschoben und getroffen. Nicht im Infight bleiben. Er muss zeigen, dass er mehr Kondition hat. Er muss zeigen, dass er der bessere Athlet ist. Er muss zeigen, dass er der bessere Techniker ist. Gelingt es? Der massige François Botha zeigt auch Grenzen des deutschen Schwergewichtsboxers auf. Er ist offen und von Schulz kommt kein Schlag. Immer wieder mal ein Einzeltreffer, aber wir haben heute Mavrovic gesehen, der hat in der Rechten so viel Bums, dass ein Schlag einen Kampf entscheiden kann. Axel Schulz muss punkten, Axel Schulz muss Serien ins Ziel bringen. Und nicht stehen bleiben, um Himmels Willen nicht stehen bleiben. Scheint in den Haken von Botha doch mehr Druck zu liegen, als uns recht sein kann. Aber jetzt natürlich wieder das Publikum geschlossen hinter Schulz. Ein, zwei Minuten der Besorgnis sind vorbei, er hat wieder getroffen. Und wie setzt er die Szene fort? Löst sich, trifft. Und das müsste jetzt gleich wiederkommen. Aber woher nehmen? Die Luft. Ja. Und wieder. Ja, jetzt ist der Wille da. Und die Runde zu Ende. Also jetzt hat Trainer Wolke unüberhörbar gesagt zu Axel Schulz, zwei Runden bist du noch hinten. Das kann Kalkül sein. Das kann Psychologie sein. Damit will er ihm sagen, wenn du diesen Kampf noch herumreißen willst, musst du jetzt die Runden klar gewinnen. Möglichst eine mit 18. Ich bin nicht in der Lage, Ihnen zu sagen, und keiner hier, ob das angewandte Psychologie ist oder Überzeugung. Ich sehe es gefühlsmäßig nicht so, aber mag sein, dass ich zu sehr mit diesem so besonders sympathischen und liebenswürdigen Athleten aus Frankfurt an der Oder sympathisiere. Mittlerweile habe ich eine Insider-Information bekommen, das war nur Rhetorik. Ja, ich hätte es fast gedacht, sonst hätte ich ein bisschen auch an meinem Boxverstand gezweifelt, aber warum soll man nicht daran zweifeln? Und wieder sehen Sie den Trainer, der sieht aber nicht aus wie einer, der mit einer Niederlage rechnet. Nein, nein, so sieht er nicht rein und er sieht auch nicht ratlos rein, der ringt auch nicht die Hände. Ja, Schulz geht.
Er muss agieren und er trifft. Ja, jetzt trifft er häufiger. Jetzt hat er was sich eingefangen. Aber der große Druck ist bei Botha auch nicht mehr da. Er natürlich hat viel Gewicht und er schiebt und er hängt, aber die Schläge des Axel Schulz sind schneller, sind explosiver. Auch zeitweise genauer. Sie sind nicht häufig genug. Und er ist nicht so variabel, wie er etwa in einigen Szenen gegen Foreman war. Aber nun damals habe ich auch wirklich gesagt, das ist ein 46-jähriger Mann. Das ist im Boxen ein Methusalem, den muss man schlagen. Und um jemanden zu schlagen, muss man ihn treffen. Und diesen Botha, der wirklich also meinen ganz blöden alten Boxerwitz zu machen, den Kopf mit dem Körper deckt oder den Körper mit dem Kopf deckt, den muss man anständig auspumpen. Den muss man immer wieder treffen. Ja, hochgezogener rechter Haken. Luft ist da nicht mehr viel da. Die letzten. Da spinnt jetzt die eingeblendete Uhr. Wir haben ungefähr noch 20 Sekunden. Und Schulz will sich diese große Chance nicht nehmen lassen. Da macht das Unterbewusstsein letzte Energiereserven frei. Aber Botha hat Wort gehalten. King ist der Meinung, dass sein Mann gewinnt. Und Trainer Wolke ist unzufrieden. Er sagt, schlagen, nicht schieben. Du schiebst zu viel. Du vergeudest deine Kräfte in diesen Ringkämpfen Körper an Körper. Du musst schlagen. Alter, ist jetzt irgendetwas passiert. Da ist jetzt die Bandage aufgegangen über den Band des Handschuhs. Und das muss ordentlich geklebt sein. Denn das kann zu Verletzungen führen. Und weiter geht's in dieser 12. und letzten Runde. Ich würde dem Axel Schulz jetzt ein paar gute Szenen gönnen. Ein paar Serientreffer. Axel bleibt dran. Höre ich hinter mir. Ja. Es ist der Kampf, fasse ich jetzt zusammen, wie auch immer das Urteil aussehen wird, zweier redlicher, starker und beherzter Schwergewichtler an einen Riddick Bowe oder einen Lennox Lewis möchte ich im Interesse beider zurzeit nicht denken. Also komm, Axel Schulz, was ist? Einmal noch, ja. Ohne Übersicht, aber immerhin mit Druck. Nicht wegschieben, zurückgehen. Wegschieben kostet Kraft. Ja, wieder ein Punkt. Ich bin neugierig, wie das gepunktet wurde. Es wird dünn werden. Das Ergebnis, es wird hauchdünn sein. Es wird möglicherweise eine geteilte Entscheidung, eine Split-Decision. Gibt es einen Unentschieden, dann gibt es keinen Weltmeister, weil ja keiner hier der Titelträger ist, sondern es geht um den vakanten Titel, den George Foreman aus überfälligen Altersgründen zurückgegeben hat. Vielleicht gibt es dann eine Neuauflage dieses Kampfes. Wer weiß, wie die zwei Manager, die Promoter, dann weiterdenken für ihre Schützlinge. Aber Botha ist nicht müder geworden. Dieses Tempo konnte er alle 12 Runden gehen. So auch die letzten 20 Sekunden der letzten Runde. Und von Axel Schulz kommt jetzt nicht mehr viel. Im Gegenteil, er nimmt 5, 4,
Die letzte Szene ist bei Botha. Der Kampf ist zu Ende. Botha reißt die Arme hoch. Zwei vollkommen ausgeboxte Athleten. Zuversicht in der Ecke von François Botha beim exzentrischen Trainer. Ein Mann mit Skandalen in seiner Biografie. Aber heute, das haben Sie gesehen, ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Kontrolliert und ordentlich. Hier wird einer umarmt, der der Sieger sein will. Das Pfeifkonzert hat er sich nicht verdient, ungeachtet einiger Unarten, wollen wir es so nennen. Axel Schulz ist nicht strahlend, wohl nicht zufrieden mit sich. Aber so eine Chance wahrzunehmen ist schwer. Ich gebe zurück. Die Siegerehrung des neuen Weltmeisters im Schwergewicht und die Highlights mit den spektakulärsten Szenen. Jetzt bei RTL. Spannung ist auf dem Höhepunkt. Don King umarmt François Botha. Für ihn ist sein Mann der Sieger. Es war die höchste. Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, we go to the scorecards. Das Ergebnis. Eugene Davis scores the belt. 116 to 112 for Botha. Vier Runden für Botha. That was the score from Judge Davis. The score from Eugene Grant is 115 to 113. He has it for Botha. Davis's score. Pardon me, ladies and gentlemen. Aldo Vito has it 118 to 111. Judge Davis has it 116 to 112. Eugene Grant scored a 115 to 113 for Schultz, the winner by split decision, François Botha. Die angekündigte geteilte Entscheidung, ein 2:1 Punktesieg für François Botha. Der Traum von Axel Schulz ist einstweilen ausgeträumt. Die zwei Stimmen für Botha sehr hoch, überraschend hoch. Trauer in der Halle. Und jetzt fliegen Gegenstände. Das muss nicht sein. Da auf, neben mir bückt sich der amerikanische Kommentator. Noch habe ich keine Angst, dass ich eine auf den Schädel kriege. Aber, oh ja, da kommt jetzt schon die erste Dose, auch auf mich. Das ist nicht so erfreulich. Die Halle.